Martin Außerlöchner, du hast dich bereit erklärt, als neuer Vorstand oder neuer Teil des Vorstands zu fungieren. Kannst du dich bitte mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Martin Außerlöchner, bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn, der 20 Monate alt ist. Komme ursprünglich, wie der Name schon sagt, aus Osttirol, bin aber seit 1992 in Nordtirol ansässig, habe studiert und bin seit 15 Jahren selbstständiger Finanzplaner. Ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, bei Wacker Innsbruck ehrenamtlich im Vorstand mitzuarbeiten. Das ist eine große Herausforderung und auch eine sehr spannende Geschichte. Du hast schon ein bisschen reinschnuppern dürfen. Was sind deine ersten Eindrücke? Ja, also das Vorstandsteam ist eine sehr, sehr enge Gruppe, die sich sehr, sehr gut versteht und wo die Chemie passt. Das ist ja ganz wichtig, wenn man einen Verein gemeinsam führen möchte. Und ich selber bin ja langjähriger Fan, auch auf der Nordtribüne gewesen, kenne das Stadion von allen Seiten, muss ich sagen, war auch auf der Süd, West und Ost. Und mitreißt, dass ich zum Teil auch meine fußballerischen Kenntnisse einbringen kann. Ich bin aber in dem Team für Verkauf, Vertrieb und Sponsoring zu sehen, hauptsächlich. Fußballerische Kenntnisse, das macht mich sehr hellhörig. Ja, ich verfolge den Verein schon seit über 25 Jahren als aktiver Zuseher. Bin natürlich auch bei Auswärtsfahrten mitunter dabei gewesen. Schaue mir aber auch den internationalen Fußball sehr gerne an, sei es zweite deutsche Liga, sei es Bundesliga natürlich, deutsche Bundesliga oder auch die Klassiker wie Champions League und Euroliga. Deine Hauptaufgabe ist Marketingverkauf. Was dürfen wir uns von dir und deinem Engagement erwarten? Ja, wie heute beim Mitgliederabend schon präsentiert, geht es mir darum, und das ist für mich eine Herzensangelegenheit, die Mitgliederanzahl nach oben zu bringen. Zum einen bringt es eine Identifikation der Mitglieder mit dem Verein. Eine Verdoppelung der Mitglieder würde auch eine der interessanten Budgetposten darstellen. Und von daher zieht es viele, viele positive Schritte nach sich, wenn statt 1500 Mitglieder 3000 Mitglieder da sind, verkaufen auch Fanartikel, die können auch ins Stadion kommen. Und das Image vom Verein kann nach und nach auch dadurch verbessert werden. Die aktuelle Situation im Verein ist zumindest sportlich gesehen recht prekär. Wir sind gerade am Vereinsabend, wo es durchaus kritische Stimmen gegeben hat. Wie empfindest du das Klima zwischen Mitgliedern, Fans und Vorstand? Ja, also die Emotion gehört ja zum Fußball dazu. Das ist ja grundsätzlich gut und das Interesse zeigt auch, dass vielen was am Verein liegt. Wacker Innsbruck hat natürlich auch immer Erfolge ausgestrahlt. Mit 10 Meistertiteln und 7 Cup-Siegen ist man in Österreich die Nummer 3 und von daher sind die Ansprüche auch hoch. Die Verbindung Fans, Vorstand, Mitglieder ist sicherlich verbesserungswürdig, wobei heute ein großer Schritt gemacht wurde, auch von Seiten der Fans, das ist wirklich zu erwähnen. Aber auch der Vorstand weiß natürlich, dass Fan und die Fans einfach ganz ein wichtiger Baustein jedes Vereines sind, vor allem jedes Mitgliedervereins. Martin, dann sage ich vielen Dank für das Interview, dir viel Erfolg und uns allen hoffentlich kommen wir aus der Krise raus. Dankeschön und euch auch alles Gute.